Es wird wie verrückt gekrampft im Kinderdorf Pestalozzi. 550 Mitarbeiter von der Hilti plus 150 auswärtige Arbeiter bringen im Rahmen des sogenannten Corporate Social Responsibility Tag das Dorf auf Vordermann. Der Tag bereitet nicht nur am Kinderdorf viel Freude, sondern ist auch für die Hilti-Mitarbeiter etwas Spezielles. Also das soziale Engagement ist eigentlich Teil von unserer Firmenphilosophie, es ist Teil von unserer Kultur. Und das ist etwas, was wir machen, jetzt nicht nur da, sondern in der ganzen Welt verteilt. Wir haben 27'000 Leute weltweit und in allen Ländern machen wir kleinere oder grössere ähnliche Sachen. 38 von total 43 Projekten nehmen am heutigen Tag im Kinderdorf Form an. Das sind verschiedenste Unterhaltsarbeiten und der Neubau von verschiedensten Spielgeräten, wie hier die Hängematte aus Feuerwehrschläuchen. Das Kinderdorf ist sehr dankbar für die Unterstützung. Ohne die Hilti wäre ein Umbau schwierig geworden. Das wäre eigentlich fast nicht möglich, vor allem in so kurzer Zeit, weil 550 Mitarbeiter, die 6 Stunden arbeiten, das ist natürlich ein Riesengeschenk, das wir hier bekommen. Am Dorf wieder farbiges Leben einhauchen, ist nicht nur ein Geschenk für die Verantwortlichen vom Kinderdorf. Von der Hilti sind Mitarbeiter aus Standort im Liechtenstein, Deutschland, Österreich und der Schweiz tagkräftig am Mithelfen. Das Projekt ist eine Herzensangelegenheit. Eine der grössten Herausforderungen ist es, effektiv einen Ort zu finden, wo wir mit möglichst vielen Leuten etwas möglichst Sinnvolles machen können für einen Tag, der eben für die Betroffenen stimmt, aber auch für uns stimmt. Und da haben wir jetzt den Platz gefunden, der fantastisch ist. Wir sind also wirklich sehr dankbar, dass wir hier arbeiten können. Mit dem Umbau des Kinderdorf Pestalozzi ist der erste Meilenstein geschafft. Das ist aber erst der Anfang. Im Jahr 2021 feiert das Kinderdorf Jubiläum. Bis dann sollen noch weitere Projekte realisiert werden.